Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Oracle Champions League 2013, das zweite Spiel. Mit dabei ist wieder der Staff. Hallo. Und jetzt ist ja bei dem Spiel schon vornherein klar, Staff als Dortmund und ich, der Gio, als... Machen wir so? Ja. Okay. Ich, der Gio, als... Real. Mal Spanien finden. Spanien. Was sind die denn? BBVA? Ja. Ja. Und ist es leider wieder so. Oh, ich nehme schwarz. Es ist leider wieder so, wie auch im ersten Spiel. Wir spielen es mit FIFA 11. Deswegen sind wieder die Spieler nicht brandaktuell. Aber ich denke, da können wir mit leben. Kriegen wir hin. Ja. Ja, dann... Let's Orakel. Let's Orakel. Jetzt geht der Dreck am Anfang hier schon los, oder wie? Das gibt's doch gar nicht. Da war ich gerade, war immer noch, ach, was mache ich denn wieder? Na egal. So, wir sind ja hier super real. Ups, falscher Knopf. Egal, war ein Torschuss. Nein, das gibt's nicht! Krieg ich den Ball zugespielt, das wär's so gewesen. Nein, da klaut er mir den Ding. Oh, nee. Da. Oh, nein. Boah. Mega Chance vertan. Mega Chance vertan, das geht ja gar nicht. Ja, und jetzt ist er hier. Oder auch doch nicht. Ich dachte, da wäre schon der Konter. Okay. Das war ja wohl eindeutiges Foul. Ach Quatsch. Das war Schwalbe, Ach, da... War ich ein bisschen zu früh. Subotic. Super gespielt. Ösi. All macht hier schon mal gut Druck. Aber hält ja gut, hält ja gut. Alles noch. Na, da hat's Dortmund aber schwer. So, kommt. Kommt. Das, die Distanzschüsse, nee, na. So. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Ah, schade. Da hat er das Löchelchen nicht gefunden. Aber Sergio Ramos. Oh. Und die anderen haben ihn. Özil. Also ich mag diese Art Fußball zu spielen. Er weiß immer, wo seine Mitspieler stehen. Ja, und er spielt sichere Pässe, kann seine Mitspieler gut in Zähne setzen. Boah, da war der dazwischen. Krasses Ding. Hast du eine Sahne? Boah, oh, Nachschuss. Boah, zieh das mal rein, warte Gott. Hier, Kopfball, Pfosten, Nachschuss und dann wird er wieder abgefälscht. Ah, hast du eine Verteidigung? Das gibt's gar nicht. So.
Was hat das für ein schnelles Ding, ey? Nein, falten Knopf gedrückt. Sehr schön. Ach, Quatsch. Ganz knapp. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Drei Punkte stehen für Real Madrid auf der Wunschliste. Schauen wir mal auf der Ja, auf der Wunschliste steht so einiges. Geht doch mal da dran, ihr. Ja, klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Alles gibt Einwurf. Oh! Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. So. Boah, fummelst du mir die ganze Zeit dazwischen? Ja, das gibt's ja gar nicht. Der steht wie eine Mauer. Ja, bei Xavi Alonso. Kaka. Özil. Vorteilsauslegung zugunsten von Real Madrid. Damit geht ihr. So. Özil. Achtung, Flanke jetzt. An die Latte. Also ich muss sagen, wir sind schon mal ein cooles Orakel. Voll hast du eine Sahne, ey, das gibt's gar nicht. So. So, und was macht jetzt der Torhüter? Ja, gesweatet, aber scheißegal. Kaka, Junge. Der war geswettet, aber egal. Fußball ist Fußball. Oh, Junge, in der 43. Minute für Real das erste Türchen. Ja. So. So. Ja. Ja. Schade. Pause. Alles klar. Dortmund hängt zur Pause hinterher. Acht Schüsse aufs Tor. Aber Ballbesitz gleich. Okay. Dann orakeln wir doch mal weiter hier. Ah! Den abgeluchst, der Lux. Aber krass, der hätte fast, fast hätte er gesessen. Schön verzockt hier. So. Oh. Ah, schade. Egal. Oh. Uiuiui. Komm, steh auf! Gute Abwehr. Und Xabi Alonso. Doch, da ist doch keiner. Da ist doch gar keiner. Okay.
Leistung von Cristiano Ronaldo. Ja, auch wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Und der kommt immer. Ah, schade. Der Spieler ist verlassen, der war rechtzeitig zur Stelle. Huhuhu. Boah! Boah! Was war das jetzt schon wieder? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ganz knapp am Tor. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht gehabt, ja. Ach so, ups. Naja, ein bisschen Beinchen gestellt, okay. Kann ja schon mal passieren. Da. Da ist er, der freie Mann. Wow. Das war gestoppt hier. Upsala. So. Ja, komm. Schön. Das ist so eine faule Sau. Wie faule Sau? Was hab ich jetzt gemacht? Faulst mich und fragst danach hier so, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. So. Nicht schlecht hier. Oh, das war doch eindeutig ein Elfmeter. Eindeutig ein Elfmeter. Ah, du hast einen Elfmeter in der Hose. Ah, du sollst doch. Hallo. War die falsche Richtung. Ah, da kann man nicht durch. Ah, da bin ich zurückgezogen. So. Boah, das war aber jetzt mal. Nö, das war. Rot. Ja, das war aber auch brutal. Schäm dich. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Fuck. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Jetzt wird's ein Gewusel. Ja, und das Spiel geht dann 1:0 für Real aus. Und es gibt eine rote Karte. Merken. Merken, 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 es gibt eine rote Karte. Ja, gut, das Tor war wirklich ein gemeines Tor. Aber dafür waren noch einige Chancen noch dabei. Ja.
einige Chancen. Von beiden Seiten eigentlich. Nö, also erste Halbzeit hat nur eigentlich Real. Es gab aber auch schon Chancen von Dortmund. Also wieder ein 1 zu 0. Ja, und mit diesen Bildern bedanken wir uns dann fürs Zugucken und freuen uns dann auf das Finalorakel. Es gibt noch ein Rückspielorakel. Ah, ein Rückspielorakel gibt es ja auch noch. Ja, das ist ja erstmal jetzt das Hinspiel gewesen als Orakel. Und es gibt ja noch ein Rückspiel und danach entscheidet sich das Finalorakel. Ah, richtig. Ja, ja. Na dann, dann freuen wir uns auf das Rückspiel. Genau. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja.